Hallo, seid mir gegrüßt. Hallo. Es geht wieder los. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Also es ist ja eigentlich immer doch wieder dasselbe. Aber jetzt hört man die Autobahn nicht. Davon gehe ich aus. Also ich hoffe. Denn ich habe hier was versteckt unter meiner Wolle. Moment, vielleicht muss ich das auch mal ins Licht drücken. Da unten steckt's. Wir sind nämlich jetzt mit einer Funkstrecke ausgestattet. Ja, ich kann das leider nicht ganz so gut verstecken, aber ich habe mir auch Mühe gegeben. Die hätte ich ja auch zeigen können. Diesmal hoffe ich, dass das von der Tonqualität her mit weniger Hintergrundgeräuschen stattfindet. Der Kofferraum sieht aus wie sonst auch immer, voll bis oben hin. Den entleeren wir jetzt und dann angeln wir einfach los. Wie gehabt. Hier mit Unterwasserkamera, Pop-up, Würmern, was hast du noch? Boilies. Pop-ups. Da geht's auf Karpfen. Auf alles. Auf alles. Heute geht's auf alles, jawohl. Alles ist uns lieb. Wir legen auch jetzt los, denn hier eher haben wir einen am Band. Oh, das sieht ja lecker aus. Ja, ich hoffe, dass es nicht nur lecker aussieht, sondern auch lecker schmeckt. Beiß doch mal rein. Ja, das mache ich nicht, weil sonst ist es nämlich gleich wieder aufgelöst. Ja, das kann natürlich sein. Aufhängst dran, raus. Mache ich jetzt. Ja, da geht das erste Mesh-Päckchen PVA ins Wasser. Ich habe hier die Unterwasserkamera auch schon ausgebracht. Die liegt hier. Zack. Etwa da. Neben dem Kraut. Und ich würde sagen, da schauen wir jetzt auch mal als allererstes hin, währenddem ich hier noch ein bisschen anderes hier zurecht drücke. Eine Posenrute habe ich draußen hier neben mit dem Schwimmer. Da hat sich jetzt bis jetzt noch nichts getan. Wir warten es einfach mal ab und sehen weiter. Also jetzt auf jeden Fall erstmal unter die Wasseroberfläche. Na, seht ihr, da seid ihr wieder aufgetaucht. Hier oben habt ihr nicht viel verpasst. Eine Rotfeder gab es hier auf ein kleines Mistwürmchen. Und ein paar Zuppler, aber sehr wenig Fischbewegung hier aktuell. Ich habe jetzt hier mit der Pose mal hier drüben und hier und überall mal so ein paar Löcher abgeworfen. Vereinzelt kamen Bisse auf das kleine Würmchen, aber wirklich sehr spärlich. Naja, was soll's. Ansonsten hole ich die Posenrute rein und werf das Messort-Feeder-Futterkörbchen mit einem kleinen Pop-up oder irgend sowas. Werfe ich dann hier rein und dann werden wir mal sehen, ob da irgendwas abbrennt. Seppi hat auch schon eine Rute, glaube ich, hier auf Karpfen draußen. Mit der anderen will er da hinten mal durch die Seerosen mit dem Oberflächenköder durchdonnern. Vielleicht schnappt hier noch ein Hecht zu. Wir werden es auf jeden Fall erfahren, wenn das der Fall sein sollte. So, jetzt gucke ich weiter auf meinen Schwimmer. Ah, nein, da tut sich nichts. Noch nicht. Ja, schaut her. Aber wahrscheinlich seht ihr es eh nicht so weit. Zack. Da etwa ist er. So, da. Diese Flucht. Es ist sehr, sehr ruhig. Ich habe in der Zwischenzeit mal hinten meinen Würfel aufgebaut und die Regenfolie übergezogen. Nicht aus dem Grund, dass ich hier mit Regen rechne. Nee, aber die ist immer noch nass vom letzten Mal. Im Kofferraum drin habe ich jetzt gemerkt, da steht noch das Wasser in der Folie. Dann habe ich es halt einfach mal drüber gezogen hier. Zack. Und ja, die Liege ist drin. Alles für die Nacht fertig.
Wir wandern erst noch mal was essen. Da gibt es leckere Laugenecken, Brezeln, Käse und Hartwurst. Ah, da freue ich mich schon drauf. Ich habe mir jetzt erstmal, also das heißt mir, ich habe uns jetzt erstmal ein Bier aufgemacht, dass wir hier die beißarme Flautezeit ein bisschen überbrücken können. Denn vielleicht tut es doch den ein oder anderen Schlag noch heute Nacht. Oder heute Abend. Im besten Fall noch, wenn wir hier wach sitzen. Ja, wir können ja jetzt nochmal schnell an die Unterwasserkamera schauen, was sich da unten abspielt. Ich werde nochmal einholen, nochmal nach dem Köder gucken gleich in Kürze. Und dann feuerst du nochmal raus bis zur Dämmerung. Und dann kommt einfach eine Polymontage, Pop-up, mal sehen. Am leichten Grundblei. Ja, das schielt immer mal zu meiner Pose. Die habe ich nämlich jetzt mit 3 Maiskörnern und 2 Mistwürmern bestückt und so eingestellt, dass sie genau auf Grund liegt. Ja, aber bis jetzt absolut Totentanz. Also ich hoffe, dass man da mehr unter Wasser sieht. Dass das nicht genauso eine gähnende Leere da ist wie oben. Also wenig Fischaktivität. Ich habe hier nicht einmal irgendwas blubbern gesehen. Kommt aber vielleicht noch. Wir warten es einfach mal ab. Wenn da unten schon nichts beißt, dann beißen wir jetzt mal hier in unser Futter, oder? Was hältst du davon? Das finde ich klingt nach einem guten Plan. Ja, ich habe es auch schon knurren gehört bei dir im Magen. Mhm. Achtung, ich hole jetzt mal hier. Boah, guck mal hier. Du hast da hier einen Käse gewünscht. Ja, hier. Einen guten Käse. Den, nicht so wie beim letzten Mal den matschigen Gouda. Emmentaler Block. Emmentaler Block. Blockkäse. Hier gibt es eine Hartwurst. Die läuft ab, kann ich dir genau sagen, am 15.08. Ist am Montag. Dienstag. Deswegen muss die weg. Eines der besten Würste. So, und hier gibt es noch allerlei Gebäck dazu. Du hast aber mehr Gebäck als beim letzten Mal. Das stimmt. Guck mal hier. Das sind die besten Dinge hier. Oder? Mhm. Das ist das Allerbeste. Die Laugenecken. Ja, ich krieg hier einmal alles. Du kriegst einmal alles. Ich muss das ja vorzeigen. Hier gibt es Brezeln. Ja, da ist das Salz schon ein bisschen weg. Hier hast du auch eine Brezel. Ich nehme mir auch eine Brezel. Du hast da noch eine sogar. Kannst du morgen noch eine frühstücken? 2 Brezeln. Und wir haben noch viel mehr von den Dingen. Ja, was hältst du davon? Das jetzt will ich aber keine Klagen hören. Ja, ich dass du hier nicht. Irgendwie. Ich habe hier den Käse und die Wurst. Ja, Moment, da machen wir gleich mal, da machen wir gleich mal einen Cut. Mit dem Cuttermesser. Hier, zack. Ich wollte jetzt eigentlich schon losessen. Ja, kannst bin ich jetzt hier der Schneiderling? Ja, du kannst jetzt mal anschneiden. Ich beiß schon mal in die. Oh, da gibt es einen Mitesser. Guck mal hier, da ist doch tatsächlich ein Käfer gelandet hier drauf. Oh Gott. Einen vierpunktigen, was auch immer, Käfer. So, kleine Stadthilfe gegeben, ist abgehoben. Naja, du bist so ein bisschen sparsam mit dem Käse, aber gut, so für den Anfang. So können wir öfter Käse essen. Für den Anfang ist gut. So. Ich habe jetzt auch gedacht, das wäre jetzt die Ration für die ganze Woche, wie in Norwegen. Nein, das ist nur für heute. Ja. Einzig und alleine. Purer Luxus. Das kann heute alles weg. Kannst du morgen früh noch ein Brezel frühstücken. Es sei denn, die Käfer haben sie alle angeflogen. Mal schauen. Herrlich. Beim nächsten Mal könnten wir schon bald wieder mal den Grill anmachen. Und das Feuer entfachen.
nass genug ringsherum wäre es ja. Hätte sich jetzt vor allen Dingen auch angeboten. Naja. Jetzt essen wir der trockene Käse. Auch gut. Also wegen mir kann es jetzt losgehen. Ich wäre satt. Ich bin jetzt auch gestärkt und bereit. Für den großen Drill. Damit ich den dieses Mal für mich entscheiden kann. Ja. Du musst ihn vor dem Seerosenfeld stoppen. Das ist aber blöd, wenn du im Seerosenfeld angelst. Ja, dann musst du ihm gleich die Richtung vorgeben. Das habe ich ja beim letzten Mal auch probiert. Mit einem kräftigen Zug. Ja. Ich hatte die Bremse eigentlich schon zu. Ja, und er saß fest. Tja. Na gut. Heute dirigieren wir den raus. Heute wird nur noch eine Richtung hier bei uns laufen, und zwar die in den Köcher. Könnte aber langsam anfangen. Ja. Bevor ich jetzt vom Essen träge wäre. Ich bin schon träge. Naja. Ich muss da noch mein Fältchen aufbauen. Ja, mach das gleich, bevor du beim Aufbauen einschläfst. Das ist eine Sache von 2 Minuten. Na dann. Hopp. Ja. Gleich. Ja, na gut. Währenddem es hier beim Seppi zuppelt, der Karpfenrute, hole ich jetzt gleich hier meinen Schwimmer ein und lege hier die Method-Route aus. Das sieht doch mal lecker aus, oder? Das ist doch mal fantastisch. Also, wer da dran vorbeischwimmt, der wird die nächsten 3-4 Tage nicht überleben. Das vermute ich. Der wird einfach sterben. So, jetzt kommt sie rein und dann ist die Route krumm. So der Plan. Und war Fehlbiss, oder? Ja, also vermutlich nur ein Schnurschwimmer. Es hat ja nur einmal gepiept. Aber wenn ich jetzt schon hier hingelaufen bin, habe ich gedacht, nutze ich auch die 2 Minuten und stelle hier schnell meinen Schirm auf. Und ja, das habe ich ja jetzt sogar schon fast geschafft. Wie lange habe ich gebraucht? 2 Minuten, hä? Ich habe zwar nicht gestoppt, aber du warst, denke ich, unter 2 Minuten. Sehr gut. Du kannst was. So, es stecken hier überall auch genug Heringe drin, dass mir das Zelt heute Nacht nicht wegfliegt, weil es ja dann doch von vorne etwas windanfällig ist. Muss man ja leider zugeben. Aber dafür halt auch super schnell aufgebaut. So, fertig eingerichtet. Sehr schön. Kann ich zur Abnahme kommen? Na gut, eingerichtet ist vielleicht etwas übertrieben. Ja, wie eingerichtet? Ja, ist ja noch. Ich hab noch Leerstand im Zelt. Eine Bombe gezündet worden bei dir hier drin. Ja. Das hat alles rauskatapultiert. Ja. Ja, aber da ist auf jeden Fall schon mal, die Muschel ist schon mal hier aufgestellt. So. Ich würde hier dann noch ein bisschen Rattenfutter verteilen, damit die hier wieder schön zu dir damit an den Ruten kommen. Das mache ich extra, damit hier die Wildkameras immer dauerhaft laufen. Dass damit die auch der auf jeden Live Fall sofort den Biss mitkriegen. Ja, ich hab's schon festgestellt beim letzten Mal. Da war der Ratz oft drauf. Ja, das ist dein Futter. Ja, dein Futter lockt halt nur die Katzen an. Gleich wird's abbrennen.
Und wenn nicht, dann halt bald. Und wenn nicht bald, dann später halt. Dann vielleicht morgen. Ja. Irgendwas wird passieren. So. Hier habe ich jetzt perfekt ein Tuch. Ah, gut. Schnuffeltuch, hä? Ja, vielleicht. Sehr gut. Naja, dann. Dann passt ja hier alles. Haben wir sie noch ein bisschen verkleidet, die Futterbombe. Ja. Pop-up und Wurm. Das gibt jetzt gleich der Bringer. Ratzfatz wird es hier dunkel bei uns. Oh. Du wirst müde. Oh. Jetzt hast du leider die Kamera im Gähnen gestartet. Ja, egal. Aber warte, man sieht dich auch gar nicht. Achtung, jetzt geht's gleich los. So. Ist ja nicht so, als hätte man kein Licht. Oder? Oder da. Wow. Ja. Haben wir doch alles. In einer Spot-Beleuchtungssache sogar hier. Ja, die Unterwasserkamera ist eingeholt. Ich habe jetzt hier noch einmal ein Pop-up mit Mistwurm und einem Klumpen Futter herausgefeuert an den Platz in der Hoffnung, dass sich da jetzt was einhängt. Verhältnismäßig ruhig alles, wirklich. Ja, sehr, sehr ruhig. Ernüchternde Ruhe haben wir hier. Ja, aber spätestens, wenn wir dann alle im Bett liegen und hier die Ruhe einkehrt am Platz, glaube ich, dann wird es abrennen. Das ist durchaus möglich. Dann wieder zu unchristlichen Zeiten gegen 2:30 oder 3 oder 3:30. Oder 4. Alles nicht so die Topzeit. Aber egal, wir nehmen jegliche Bissaktivität nehmen wir gerne an. Ja, solange es dann jetzt gleich noch ein bisschen hell ist, bringe ich auch noch meine Feederroute einmal neu aus. Mhm. Da kommt dann ein, ich glaube, 8 oder 10 mm Wafter drauf. Wafter. Damit ich damit vielleicht auch einen anderen, größeren Weißfisch überlisten kann. Mhm. Den hatte ich ja schon beim letzten Mal draußen. Da gab es ja sogar auch noch im Hellen einen Biss. Mhm. Ja, und dann bleibt alles beim Alten sonst. So sieht's aus. Kam noch nichts. Aber wir haben jetzt mittlerweile die nötige Bettschwere. Es wird Zeit. Und wir legen uns jetzt hin, schlafen eine Runde eventuell oder wir sprinten gleich zur ablaufenden Route, so zumindest der Plan, und dann sehen wir uns in
gekrümmte Haltung. Bis dann. Gerade eben habe ich euch gute Nacht gewünscht und dann höre ich es neben mir rascheln hier im Gebüsch. Hab die Kopflampe angeschaltet und wer kommt da angewackelt? Achtung, yeah. Guten Abend. Das gibt's ja nicht. Du wolltest doch unbedingt hier wieder mitspielen, oder? Hier nee, im Film. Ich wollte mal Gewässerkontrolle machen hier. Und? Papiere kontrollieren. Ist alles ordnungsgemäß vorhanden? Ich habe noch keine gesehen. Die kriegst du auch nicht gezeigt. Du musst uns einfach glauben. Das gibt's ja wohl nicht. Ja. Du hast mich ja im Stich gelassen. Ich war ja alleine im Norwegischkurs. Ja, ich musste heute absagen. Heute war Sohnangeln angesagt. Habe ich ihm versprochen. Dann macht man das auch. Ja. Ist ja auch was Gutes. Sehr schön. Wir werden auch noch fangen, denke ich. Ja. Seppi wird noch einen dicken Karpfen rausleiern. Der ist gerade weg und hat sich drüben ins Zelt gelegt und auf einmal höre ich das Rascheln hier. Ich habe ja hier, wie gesagt, schon den Abspann reingesprochen. Soll ich mal eine Schnur ziehen? Nee, das lässt. So ein Biss mal imitieren. Nee. Dann springe ich da in den Hals. Oder du fliegst hier in den Tümpel rein. Guck mal, da kommt noch einer. Ja, die waren vorhin schon mal da. Naja, so ist es. Naja, gut. Ja, da kannst du hier ein bisschen gucken, was hier nicht passiert. Ja, eine halbe Stunde bleibe ich noch, dann ja, da muss ich ins Bett, weil morgen ist mein letzter Arbeitstag. Oh. Dann habe ich Urlaub. Oh, wow. Und dein letzter Urlaubstag ist das dann, oder? Ja. Freitag ist mein letzter Urlaubstag. Dann habe ich erstmal Urlaub. Dann kann ich nur noch angeln. Naja, von wegen, das habe ich mir auch gedacht, dass ich dann nur noch angeln will. Ja, ich gehe doch am Angeln. Ja, du verreist ja zum Angeln. Wird schon gut. Diesmal wieder mal gefilmt und Film gemacht. Das musst du aber hier versprechen jetzt. Also du musst jetzt, also sprich mir nach. Ich verspreche. Ich verspreche gar nichts. Du sprich mir nach. Ich verspreche, dass ich für den nächsten Urlaub auch einen Film fertig mache. Also du wirst lachen, ich habe vorgestern Film geschnitten, auch im letzten Jahr. Ach komm. Und da ist, ja, die ersten 25 Minuten, glaube ich, habe ich. Ja, das wäre ja schon mal was. Wobei das der Familienteil ist. Also der, ich muss erst mal die anderen Familienmitglieder fragen, ob die das dann überhaupt wollen. Ein Scheißdreck musst du. Doch. Wer da mitspielt, ist dabei. Nein. So war es schon immer und es wird immer so sein. Ja, hier bei uns in den Filmen mitspielt, der ist dabei einfach. Ja. Allein schon, wenn du erscheinst, ist das schon die Einwilligung zur Veröffentlichung. Die haben damals schon gesagt, die wollen nicht ins Internet und dann muss ich die auch fragen. Ja, aber Hauptsache hier, Instagram, WhatsApp und was nicht alles, Internet, wird alles durchgeschossen. Bim, bim. WhatsApp und Instagram, das ist doch out bei der Jugend. Komm, was? Achso, das sind die anderen Dinge. Snapchat. Ja, Snapchat. Snap und was nicht alles da gibt. TikTok. TikTok, ja. So ein Kram. Ja, und dann von wegen. Da gibt es ja schon wieder andere Dinge, die. Die kennen wir gar nicht. Ich komme ja da gar nicht hinterher. Das will ich ja gar nicht haben. Ja, und dann beschweren die sich, die wollen hier nicht in unseren Film rein. Ja. Das gibt es auch wohl nicht. Das ist. Läuft nicht. Genehmigung ist sofort schon, wenn die Kamera aufnimmt, ist die Genehmigung schon erteilt. Also du kannst alles preisgeben, das alles filmmäßig schlafen. Wenn nicht, gibt es eine YouTube-Version mit... Nur mit dir oder was? Ja? Und geschwärzten Gesichtern. Ja, sowas. Lauter Smiley-Bottoms, die so boing, 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 boing. Verpixelt. Ja. Oh Mann, naja, was soll's. Ja, sehr schön. Also kommt da was? Ich denke ja. Hat ja auch lange genug gedauert, oder? Also für die Norwegischkurs Weihnachtsfeier auf jeden Fall. Ja, und das Ding nehmen wir genauso 1:1 und hauen das raus. Kannst ja verpixeln. Ja. Mach's halt. Schauen wir mal. Großen Balken, schwarzer Balken quer durch. Siehst nur
Füße und Körper. Lass das mit. Ach ja, na ja, komm, was soll's. Wir schalten aus, bevor wir uns hier schwindlig machen. Und warten auf den Biss. Vielleicht kannst du ja sogar köcheln hier. Ja. Willst du auch mal eine dicke, fette Schleie oder einen fetten Giebel halten, dann bist du hier genau richtig. Lass nachher meinen Giebel dann mal halten. Ich mache auch Bild von dir. Ich hätte sogar noch zwei Ruten im Auto. Ja, ich könnte sogar mitangeln. Nee, da bringst du hier Unruhe bei so einem Angelplatz. Das lassen wir. Das lassen wir hier nicht zu. Hier sind vor allen Dingen alle Plätze schon belegt. Aktuell. Ich angle heute mal nicht. Sehr gut. Ich hab's vor, aber der Norwegisch-Kurs ging doch länger. Sehr lange. Die Berry, die hat so viel zu erzählen gewusst. Ja, na ja dann. Erzählst du mir jetzt auch ein bisschen was? Ja. Da schalte ich jetzt aus und höre da lieber den Tom zu. Und dann lege ich mich einfach schlafen nachher. Und dann machen wir da weiter, wo ich vorhin aufgehört habe. Und zwar, dass wir uns erst wieder mit einer krummen Route sehen. Mhm. Ja, so war der Plan. Und dann hinter der Matte. Genau. Also guten Nacht. Und ich sag schon mal Tschüss. Ja, genau. Bis alles demnächst. Bis demnächst wieder mal. Bis übermorgen gehen wir schon wieder angeln. Ach, stimmt. Ach, ich muss ja, ich muss hier angeln gehen. Ja, 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 genau. Ich wurde ja gezwungen dazu. Ja, das erzählen wir jetzt gar nicht weiter. Nee. Warum auch immer man gezwungen wird zum Angeln gehen. Aber es ist halt so. Also. Bis gleich dann. Gibt es Fisch? Zack! Hui! Das dürfte auch wieder so ein Giebelhybrid sein, oder? Ich weiß ja zu Recht. Wir müssen mal genau abfotografieren. Aber schöner Fisch. Ah, ich hab gerade im Schlafsack Platz genommen, ist abgelaufen. Bieb, 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 bieb. Guck mal hier, herrlich, oder? Bis auf den Racker, den lustigen Kerl, was auch immer es war, für eine Kreuzung. Ich denke mal, das war wieder so ein Karpfen-Giebel-Mix. Hybrid. Ja, erst habe ich gedacht, da ist sie, die 50er-Schleie. So wie das da im Dunkeln hier im Taschenlampenschein der Bauch, der sah geleuchtet hat, habe ich gedacht, oh, jetzt ist aber da die 50er-Schleie. Nein, das war ein 48er, was auch immer. Tendenz auf Giebel, aber ein Schuppenkleid und der Kopf. Wie ein Karpfen. Ja, wie so ein Schuppenkarpfen. Also, naja,
auf jeden Fall ein sehr schöner Fisch. Aber auch der einzigste. Ja, und das ist leider. Leider sitzen wir jetzt hier im Auto ohne weitere Aktivität. Na gut, also Fisch gibt's, wenn auch wenig. Aber beim nächsten Mal kann es vielleicht mehr werden. Hoffentlich. Würde ich sagen, bis dann. Macht's gut. Servus. Ciao.